Sie gekommen sind heute zum Finale, glaube ich, ist es ein deutlicher Beweis, dass dieses Format des Comedy Rodeo hier in Dienstlagen angekommen ist. Und wenn sowas erfolgreich sein soll, dann müssen zwei Dinge passen. Erstens, wir brauchen einen erstklassigen Entertainer. Und ich glaube, nach den wenigen Minuten haben wir schon festgestellt, Tim Perkovic gehört in diese Kategorie. Und das Zweite, was stimmen muss, ist natürlich, dass wir erstklassige Künstlerinnen und Künstler haben. Meine Damen und Herren, überzeugen sich mit mir gemeinsam, dass auch dieser zweite Punkt für eine erfolgreiche Veranstaltung heute hier da sein wird. Und wenn dann noch Special Gäste dabei sind, wie beim letzten Mal Markus Krebs und heute die Frau Kühne, dann kann eine solche Veranstaltung nur noch ein Erfolg sein. In diesem Sinne, viel Vergnügen, alles Gute, viel Spaß und ein herzliches Glück auf! Ich habe gesagt, heute fackeln wir die Bude ab und ich halte mein Wort auch. Und deswegen gibt es jetzt Musik, Rap-Musik von Marcin und Summer Tai. Viel Vergnügen. Hallo euch. Hallo zusammen. Hallo. Das ist Summer Tai. Das ist Marcin. Jetzt gibt's ein bisschen Hip-Hop. Disziplin erinnert mich besser dran. Keine Akzeptanz, für uns gibt's keine Regel. Hänge mit der Crew aus dem Slum. Manchmal sind es nicht die Menschen, die sich ändern, sondern die Masken, die fallen. Komm mit dem Rodeo, komm mit dem Rodeo, Tim Perkovic. Yeah, yeah. Danke, Leute. Marcin und Summer Tai aus Essen. Wir sehen uns gleich auf der Ende der Show. So, aber Leute, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus die Tanzschule Lobra! Und Kaplan John. Zu uns, die war vor kurzem noch im Dachstudio, die spielt außer Konkurrenz für sie extra. Haben wir sie einfliegen lassen aus Xanten. Hier ist für euch die Frau Kühne! Ja, schönen guten Abend, Dienstlaken. 10 Kilo müssen runter, habe ich letztes Jahr im Sommer wirklich geisern. Ich sage, 10 Kilo müssen runter, läuft super, fehlen nur noch 13. Und das ist, nein, ich finde es persönlich schlimm genug, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben müssen, wo der BMI wichtiger ist als der IQ. Ja, nein, und das Schlimme ist ja, da fahren wir letztens, da war der, wirklich der Knaller, fahren der Wesel raus, an so einem Bauernhof vorbei, fahren wir hier Richtung Dienstag, da tippt der mich an und sagt, da sind zwei so Schweine. Zeigt auf diese Schweine, die sich da im Dreck suhlen und setzt zu mir, guck mal da, Verwandtschaft. Oh, wie gemein ist der denn? Nee, ich hab dann direkt gesagt, hast recht, Schatz, Schwiegereltern. Ich sag mal, da merkst du auch den Unterschied zwischen Mann und Frau. Eine Frau fährt zum Beispiel auf eine Tankstelle und hat nur einen Gedanken im Kopf. Auf welcher Seite war nun mein Körper? Überlegen wir kurz. Sagst, ich hatte die Säule Nummer, der blaue da. Ja, die Frau, die da arbeitet, weiß die Nummer.
in die Küche tue ich dann schön eine Spülmaschine einräumen. Meiner stellt zum Beispiel den leeren Teller immer oben drauf. Macht der immer. Hab ich gesagt, Ralf, das bringt gar nichts, kommt gar kein Wasser hin. Ich bin ja außer Konkurrenz hier, deshalb möchte ich jetzt ganz gerne die Bühne freimachen für 5 ganz tolle Künstler. Und ich hoffe, ihr habt einen super schönen Abend mit denen und reißt die Mitte abzunehmen. Dankeschön. Tschüss. Frau Kühne, meine Damen und Herren. Also seid ihr bereit für den ersten Künstler des heutigen Abends im Wettbewerb? Ja! Ja, schön! Er hat den Ball gewonnen! Das ist aber nicht so lange, am 21. Mai bei Markus Dees. Und jetzt ist er wieder hier aus Herne, Sven Perth! So. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Hi, hi Dagmar. Hallo. Einfach schön. Ja, ich weiß nicht, wer war beim letzten Mal mit dabei, als ich hier gespielt habe. Okay, für die anderen gibt es eine Grundinformation, die ganz wichtig momentan in meinem Leben spielt und auch ganz viel mit meinem Programm zu tun hat. Ich bin nämlich seit kurzem wieder Single. Oh! Dankeschön. Ja, danke auch. Also, können wir vielleicht später nochmal. Ja. Es ist ja so, dass ich beim letzten Mal hier schon aufgetreten bin. Das vertraute Gesichter sind hier. Und muss halt auch ein bisschen gestehen, ich habe mich in der Zeit auch einfach ein bisschen verliebt. Nämlich in dich, Dagmar. Und ich habe dir ganz spontan ein kleines Liebeslied geschrieben. Oh. Das habe ich auch noch nie für jemand anders gespielt. Das möchte ich jetzt. Ja. Das möchte ich jetzt auf der Ukulele für sie spielen. Ich habe Wochen geweint, weil du nicht da warst. Das weiß ich noch, auf jeden Fall. Und in Theaterhalbe Treppe hat er gewonnen. Riesenapplaus Stufe 10 für Amjad Entertainment! Ja. 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 Das ist eine schöne Stimmung. Alles gut bei euch? Ich war das erste Mal auf einer palästinensischen Hochzeit mit 9 Jahren. Wirklich mit 9 Jahren. Das war die Hochzeit von meiner kleinen Schwester. Ja. Und warum lacht ihr? Ein Jahr später war ich schon Onkel. Auf jeden Fall, die palästinensische Hochzeit, das ist keine normale Hochzeit. Das ist nicht so die Show des Bräutigams oder der Frau. Die palästinensische Hochzeit, das ist die Show der palästinensischen Mütter. Weil in jeder Hochzeit nimmt die Mutter das Mikrofon und macht so eine arabische Dankesrede. Und ich weiß genau, was meine Mutter bei mir sagen wird. Ich mach das mal eben kurz auf Arabisch, danach übersetze ich euch das mal aufs Deutsche. Arabisch schadet ja nicht, bald. Ihr müsst euch vorstellen, meine Freundin hat richtig schöne Augen. So blau oder grün. Ich muss gleich auf jeden Fall mal gucken. Und ich habe meine Freundin, meine Mutter vorgestellt. Ich so, Mama, das ist Annegret. Und meine Mutter so, hallo Annegret. Sie haben sehr schöne Augen. Meine Freundin so, Dankeschön. Und meine Mutter so, mit Kopftuch noch schöner. Ich so, Mama, nicht jetzt. Aber man fragt sich so, hey, wann ist ein Ausländer in Deutschland integriert? Ja, wenn der Ausländer
keine Angst hat vor Hunden. Du machst das nicht, du! Meine Damen und Herren, Stufe 10 für Oliver Müller! Dankeschön. Waldorfschüler, sind Waldorfschüler hier? Ja. Ja? Nein? Frau Kühne? Waldorfschüler? Nein? Ich hatte mal einen Kumpel, der war Waldorfschüler, war immer lustig, wenn ich mit dem unterwegs war, in eine Disco, der hat so schlecht getanzt, dass ich immer gedacht habe, der heißt Renate. Kennt ihr so Menschen mit Kontrollzwang? Bei dem ist das so schön, der hat letztens seine Haustür mit im Urlaub genommen, um sicher zu gehen, dass er abgeschlossen hat. Aber ich mag ihn, ist ein lieber Kerl, hat immer einen guten Witz drauf. Ne? Sagt er letztens, Olli, wonach riecht denn eine Villa Kunterbunt? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er nach Pippi. Ne? Ich hab hier auch mir mal so einen Drachen auf dem Bauch tätowieren lassen. Da hab ich mir auch gedacht, egal, wenn du mal fett wirst, kommt der auf dich zugeflogen. Treffen sich zwei Typen, sagt der eine, hör mal, du hast ja genau das gleiche Haus wie ich, ne? Dann sagt er, ja, stimmt. Sagt er, sag mal, wie viele Rollen Tapete hast du eigentlich für deinen Flur gebraucht? Sagt er, 14. Ja gut, Woche später treffen die sich wieder. Sagt er, hör mal, ich habe meinen Flur tapeziert, ich habe 8 Rollen über. Sagt er, ja, war bei mir genauso. Dankeschön, Dienstag! Oliver Müller, meine Damen und Herren. Und jetzt ist sie wieder hier. Ein Riesenapplaus für Hildegard Scholten mit Verstärkung heute. Ja, warte. Ach, Mann. Was? Ja, Mutter. Ich bin jetzt auf der Bühne. Dienstlaken. Nee, Dachstudio. Nee, richtig scheiß Stimme. Ja, die ziehen hier ab, hier einen, der eine, hier die in eine ganz unruhige Ecke. Und hier so Kabarett-Comedy mit einem Bürgermeister so machen. Der Sohn vom Bürgermeister isst seinen Stamm, während ich hier arbeite. Ach, frech ist er auch noch. Ja? Engländer, Vater Engländer? Mutter Engländer. Mutter ist Engländer. Ach, Sie kennen die auch. Die kennen sich alle. Wie heißt sie denn? Jane. Und hat einen Dienstlaken nach Tarzan gehabt. Ich bin auf der Suche nach einer großen Liebe, ob ich sie finden werde oder nicht. Heute ist es mir ehrlich gesagt ganz egal. Ich möchte einfach mal ein Lied über was anderes singen. Ein ruhiges, charmantes Lied. Jetzt? Ist Zeit rum? Ist Zeit rum? Nein. Dienstlaken Dachstudio.
hab ich Dienstlaken hormonell aufgeputzt. Wird später auch rausgehuscht. Jeder huscht in sein Bett und träumt. Künstler. Er hat die allererste Show im Theaterhalle Treppe in Dienstlaken gewonnen. Er hat einen wunderbaren Vor- und Nachnamen. Bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus Aziz Tario. Deutsche Post. Hallo, ich würde gerne den Brief hier verschicken. Können Sie mir vielleicht sagen, wann der Brief auch ankommt? Ja, binnen 2 bis 3 Werktagen. Sie können das auch online verfolgen. Wenn Sie diese Nummer hier eingeben, wissen Sie genau, wo Ihr Brief gerade ist. Dankeschön. In Marokko bei der Post. Salam. Ich würde gerne den Brief hier nach Deutschland schicken. Können Sie mir vielleicht sagen, wann der da ankommt? Bruder, keine Ahnung, spielt doch nicht mit, Alter. Das ist das, was uns Arabern fehlt. Die Glaubwürdigkeit. Uns glaubt man jetzt mittlerweile viel weniger. Woran erkenne ich das immer wieder? An der Werbung. Ihr kennt alle die Werbung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Da steht ein alter deutscher Mann dort. Auf dem Bauernhof. Und sagt diesen einen Satz. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ganz Deutschland hat ihm vertraut. Jetzt stellt euch mal bitte alle einmal vor. Ein Araber hätte da gestanden. Salam. Euren Babys wird nichts passieren. Dafür werde ich garantieren. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Abdurrahman Suhaib. Im Elternsprechtag musste ich auch immer mitgehen. Und das war immer ganz schwierig, mit dem marokkanischen Vater Elternsprechtag. Weil unsere Eltern haben immer laut gesprochen, die haben immer ganz laut geredet. Und da war immer so ein bisschen, bei der Lehrerin, die hat ein bisschen Angst gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß noch, das sah immer so aus, wenn mein Vater die Tür aufgemacht hat. Lehrere! Lehrere! Arbeiten Sie noch nebenbei bei einer Post oder was? Sie schicken immer Briefe, als würden Sie noch bei einer Post haben. Dankeschön. Das war's von mir. Aziz Tario. Jetzt kommen wir zum Letztkünstlerwettbewerb. Er hat im April gewonnen und heißt Herr Schröder. Schön, und könnt ihr noch? Ja. Schön hier zu sein. Mein Name ist Johannes Schröder und ich denke, wie die meisten Männer in meinem Alter, bin auch ich 41. Ich bin heute Abend hier, ich sag's euch gerade raus und es ist auch tatsächlich so und es ist so, wie es ist. Ich bin Deutschlehrer. Ja. Was gab Traumatikunterricht? Hier, nehmen wir Futur 2. Futur, Leute, was wäre euer Leben gewesen ohne Futur 2? Hättet ihr das überhaupt zeitlich, terminlich in den Griff bekommen? Wer kann noch Futur, die als vollendet sich vorgestellte Zukunft? Beispielsweise, pass auf, ich werde heute Abend um 23 Uhr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Frau abgeschleppt haben. Futur 2 geht auch im Passiv. Ich werde nicht abgeschleppt worden sein. Alle Wahrscheinlichkeit nach
Und dann sagt ihr, nach dem Bio, kamen sie, sagen sie, Schwäne, sagt er, steht aus dem Teich. Schwäne, sagt er. Schwäne sind die einzigen Tiere im gesamten Tierreich, die ihr Leben lang, aber wirklich ihr Leben lang, monogam leben. Ja. Deshalb haben wir auch so einen Hals. Ja, geh mal spazieren, geh mal über den Hof. Einen ganz normalen Vormittag. Und zwar so ein bisschen so hinter die Tischtennisplatten der Hochbegabten. Salem Glückern. Na, der Muruk. Na, Sotsu? Sormaya, Monakoyem. Jarin Saab, Lehrerzimmer nennen. Ön in de Bäckle, den Schulbescheinigung, Itchi. Nietzsche blasen Kardesch. Kindergeld, Itchi, na, Monakoyem. Bütün Hofpause. Buku Bukuna Gäste. Şimdi de iki saat Herr Schröder'nin Gürtelmütze. Ich verstehe auch nicht alles. Aber ich habe das Gefühl, die mögen mich. Wir sind Lehrer. Wir wollen Brücken. Wir wollen Brückentage. Dankeschön, das war's wieder. Vielen Dank. Herr Schröder, meine Damen und Herren. Hier aus Bühnermann der Ruhr ist die Country-Sängerin Liffy. Wollen wir nicht so machen wie Supertalent und DSDS, aber gewonnen hat Hildegard Scholten und Daniel Snabel. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und wie das so ist in einer Show, möchte ich mich erstmal bedanken bei allen Künstlern des heutigen Abends. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Tschüss. Hallo. So. Dann hat das letzte Wort die Königin und auch der König. Ich danke euch und ich verbleibe mit einem freundlichen Gruß und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Das ist schön, dass Sie sich für Kunst interessieren, von jung bis alt, von groß bis klein, von dick bis dünn, dass Sie alles schön finden, dass es Ihnen gefällt. Ich hoffe, Sie unterstützen Herrn Perkovic weiter, ja. Dass er mir die Show mitgebracht hat. Also, vielen Dank! Ich weiß ja nicht, ob das Publikum das will, sollte auch heute noch eine kleine Zugabe spielen. Ja, dann geht das. Dann können wir das auch abschließen. Hier auch.
saugen sie selber zu Hause. Ja? Na sicher. Okay. Da.